Little Baby Bump. Wir fahren Zug, die Schienen lang. Wir fahren Zug, klick, klick und klack. Schaufeln Kohle und wir rollen. Hast du je die Lok gehört? Ratatata. Wir fahren Zug, die Schienen lang. Wir fahren Zug, klick, klick und klack. Was sehen wir jetzt? Vermisse es. Hast du je die Pfeife gehört? Tschum, 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 tschum. Wir fahren Zug. Wir fahren Zug, die Schienen lang. Wir fahren Zug, klick, klick und klack. Schule und bringt ihr Lieblingsspielzeug. Letty Lamm. Hier kommt Buster, um sie zur Schule zu bringen. Ups, Letty ist runtergefallen. Und der Bus fährt weg. Wie wird sie da je aufholen? Oh ja, ein Skateboard wird bestimmt helfen. Letty fährt los. Schneller und schneller. Beeil dich, Letty. Margot hat nicht bemerkt, dass Letty zurückgeblieben ist. Mit Buster mitzuhalten ist harte Arbeit. Margot ist an der Schule angekommen. Aber Letty ist total erschöpft. Hallo, Herr Lopez. Margot kann Schule kaum abwarten.
Letty Lam auch nicht. Oh nein, sie haben sie ausgesperrt. Letty versucht, Margos Aufmerksamkeit zu erregen, aber sie konzentriert sich auf den Unterricht. Zeit, nach Hause zu gehen. Hier kommt Oscar. Er denkt, Letty wurde allein gelassen. Er wird sich um sie kümmern. Margo hat jetzt festgestellt, dass sie Letty verloren hat und ist sehr traurig. Letty muss zurück zu Margo. Sie sieht, dass Margo sehr traurig ist und sie vermisst. Was hat Margo gehört? Sie hat sie gefunden. Margo und Letty sind sehr froh, wieder zusammen zu sein. Es ist ein toller Tag im Kindergarten. Äffchen und Panda wollen Kopf, Schultern, Knie und Zehen spielen. Hurra! Kopf, Schultern, Knie und Zehen. Knie, Zehen. So geht es. Augen, Ohren, Mund und Nase. Bewegung hilft dir, gesund zu bleiben. Und es kann sogar richtig Spaß machen. Hier kommt Baby Max. Er möchte es auch versuchen. Er findet seinen Kopf, Schultern, Knie und Zehen. Toll gemacht, Baby Max. Du machst es. Augen, Ohren, Mund, Nase. Wow! Er liebt es, mit seinen Freunden zu tanzen. Da ist Izzy. Sie möchte wissen, was alle da machen. Sie möchte es auch versuchen. Max und Izzy machen Panda nach. Naja, fast. Das sieht lustig aus. Schaffen sie es schneller? Oh, vorsichtig. Gut gerettet, Panda. Alle haben Spaß, sich gleichzeitig zu bewegen. Ali möchte auch spielen. Max und Izzy zeigen ihm wie. Äffchen und Panda feuern sie an. Gut gemacht, Ali. Die Babys lernen jeden Tag etwas Neues. Jetzt wurde ihnen schwindelig und sie fielen um. Das war viel Wackelspaß für Baby Max und all seine Freunde. Ella geht zum Arzt. Sie fragt sich, wie es da sein wird. Sie ist ein bisschen nervös. Sie niest und hat Schnupfen. Sie fühlt sich nicht wohl. Arme Ella, bald wird's dir besser gehen. Oh, schau, da ist der nette Arzt. Hey. Zuerst misst der Arzt Ellas Temperatur. Sie ist etwas hoch, aber das ist okay. Der Arzt fragt sich, was Ella sonst noch plagt. Er schaut auf seine Notizen. Zeit für ein paar schnelle Tests. Zuerst atme tief ein. Das scheint alles gut zu sein. Ellas Reflexe werden geprüft. Hoch kommt ihr Knie. Gut gemacht, Ella. Augen sehen gut aus. Diese Nieser. Sie ist recht krank. Es wird alles gut, Ella. Der Arzt wird sich um dich kümmern. Er checkt Ellas Herzschlag. Es ist etwas schnell. Aber das kann sein, weil Ella etwas nervös ist. Sag A. Er checkt Ellas Hals mit einem großen Licht. Das sieht gut aus. Der Arzt hat einen Beschluss. Medizin. Ein großer Löffel sollte reichen. Weit aufmachen. Das wird Ella helfen, gesund zu werden. Und schau, Ella fühlt sich jetzt schon besser. Da
Danke, Doktor. Es ist früh am Morgen und der Anfang eines neuen Schultags. Hurra! Mias Papa winkt ihr zu. Er wird Mia später wiedersehen. Mia liebt ihren Papa von ganzem Herzen. Margot liebt ihre Mama auch von ganzem Herzen. Im Klassenzimmer lieben die Kinder es, Karten für ihre Familien zu basteln. Eine Karte ist besonders schön, wenn sie mit Liebe gemacht ist. Ausgezeichnet, Margot. Johnny liebt es, wunderschöne Bilder für seine Familie zu malen. Es zeigt ihnen, wie viel sie ihm bedeuten. Mia hat eine Idee. Sie kann Mama zeigen, wie sehr sie sie lieb hat, indem sie ihr Blumen kauft. Gut gemacht, Mia. Johnny arbeitet sehr hart, um seine Karte perfekt zu machen. Er kann es kaum erwarten, sie seinem Papa zu zeigen. Wow, sie lieben die Karte. Margot gibt ihrem Geschenk für Mama den letzten Schliff. Hier, für dich, Mama. Margot hat etwas ganz Besonderes für dich gemacht, weil sie dich so lieb hat. Mia fliegt mit Mama und Papa in einem Heißluftballon. Hoch in den Himmel geht es. Wie toll! Sie kann es kaum erwarten, ihnen ihre Geschenke zu zeigen. Sie umarmt sie ganz fest. Mia weiß, das beste Geschenk ist, Zeit zusammen zu verbringen. Tschüss! Es ist ein schöner Sommertag. Es gibt etwas für alle am Strand. Ella geht gleich ins Wasser. Und Baby Max folgt ihr. Olli gräbt ein großes Loch in den Sand. Ella mag am liebsten planschen und planschen. Sieht nach Spaß aus, Ella. Baby Max will es auch mal versuchen. Was war das? Keine Sorge, Baby Max. Das ist doch nur Ella. Sie spielt. Wenn man am Strand spielt, ist es wichtig, immer nah am Ufer zu bleiben und sicherzugehen, dass ein Bademeister da ist. Und man sollte nah bei seiner Familie bleiben. Ella und Max werden mit dem riesigen Strandball spielen. Hurra! Er springt sehr gut. Olli gräbt tiefer und tiefer. Eins, zwei, drei, platsch! Baby Max will helfen. Schaufel immer weiter in den Eimer und kipp den Eimer aus, um eine große Sandburg zu bauen. Besondere Muscheln machen die Burg noch schöner. Der Tag könnte nicht besser sein. Oh wow! Iggy, der Eiswagen ist hier. Lecker! Welche Eissorte sollen alle essen? Es ist schwer, sich zu entscheiden, wenn alles so lecker aussieht. Lecker! Ella nimmt Schokolade, Olli nimmt Erdbeere und Baby Max hat sein Vanilleeis schon aufgegessen. Er ist ein glückliches Baby. Wow, die bunten Fische! Olli rächt sich und spritzt Max voll. Plätsch, platsch, platsch! Das war so ein Spaß am Strand. Es war ein toller Tag. Tschüss alle zusammen! Was für ein wundervoller Tag, um zusammen zu spielen. Ella und Olli lieben es, ihr Spielzeug zu teilen. Besonders Fahrzeuge. Suki, der Zug, fährt die Schienen entlang. Sie pufft laut. Sie macht TÜV, TÜV. Da fährt sie. Oh, schau. Olli hat Ash, das Feuerwehrauto, gefunden. Er fährt durch die Stadt und macht Tatütata. Suki und Ash, sagt Hallo. So ein Spaß. Ella und Olli finden schnell mehr Spielzeuge. Ich frage mich, was sie finden werden. Ellas Lieblingsspielzeug ist Buster. Sie hilft ihm, durch die ganze Stadt zu fahren. Buster liebt es, schnell zu fahren. Hier kommt Terry, der Traktor. Was für ein Geräusch macht der Traktor? Tucker, Tucker. Buster fährt am Bauernhof vorbei. Tschüss, Terry Traktor. Was hat Olli gefunden?
Scout! Das perfekte Auto, um die Stadt zu erkunden. Scout macht ein Brumm-Brumm-Geräusch. Oh, schau! Da ist Papas Fahrrad. Es macht Ding-Ding. Wow! Pass auf, Papa! Fall nicht hin! Was war das, Ella? Ein Ballon? Nicht irgendein Ballon. Monty, der Heißluftballon. Er fliegt hoch oben. Ella und Olli haben so einen Spaß mit ihren Fahrzeugen. Sie machen so viele verschiedene Geräusche. Achtung! Ups! Was für ein Tag! Basta und Scout hatten auch ein ganz schönes Abenteuer. Wow, so vieles Leckeres. Happy Halloween.
Bausteinen. Bau sie auf mit Bausteinen. Kleine Babys. Sag hallo. Vorschule, Vorschule, so viel Spaß, Lachen und Spielen und Rennen. Vorschule ist wirklich stark, du lernst viele Freunde kennen. Max, häng die Jacke auf, sie hängt am Haken. Es gibt jetzt viel für dich zu tun, komm und schau dich um. Max, komm ins Softplay. Komm und mach doch mit. Komm und spring und hüpfe herum und spiel mit allen mit. Vorschule, Vorschule, so viel Spaß. Lachen und spielen und rennen. Vorschule ist wirklich stark. Du lernst viele Freunde kennen. Max, jetzt gibt's Geschichten. Dir einen Platz. Höre Geschichten zu oder genieß den Schlaf. Max, jetzt musst du gehen. Mami ist hier für dich. Aber komm morgen wieder. Es gibt noch mehr für dich. Vorschule, Vorschule. So viel Spaß. Lachen und spielen und rennen. Schule ist wirklich stark. Du lernst viele Freunde kennen. Oh, Halloween macht Spaß. Zieh dein Kostüm an. Sei gruselig und tanz herum und sing einen Gruselsong. Oh, Verkleiden ist stark. Wir bleiben lange wach. Auf der Straße gehen wir spuken. Ich warte es kaum ab. Oh, Halloween macht Spaß. Zieh dein Kostüm an. Sei gruselig und tanz herum und sing einen Gruselsong. Da sagt ein Gespenst Buh, macht er dir Angst, na du. Doch du rennst nicht, du hast viel Spaß wie jedermann, juhu. Oh, Halloween macht Spaß. Zieh dein Kostüm an. Sei gruselig und tanz herum und sing einen Gruselsong. Da ist ein Vampir, er ist hinter dir her. Doch du rennst nicht, du hast viel Spaß, du teilst Süßes hier. Oh, Halloween macht Spaß. Zieh dein Kostüm an. Sei gruselig und tanz herum. Zombie, pass auf, das wird bestimmt gleich laut.
Neugieriges hast du gesehen. Verkleiden macht sehr viel Spaß. Allen macht es wirklich Spaß. Verkleide dich, als was wirst du gehen? Verkleide dich für Halloween. Der Tag war ein tolles Geschehen. Verkleiden an Halloween. Hier und ein Grunz, Grunz da. Hier kommt dein Grunz.
Bebe hier und ein Bebe da. Hier ein Bett, da ein Bett, überall ein Bebe. Ein Quack, Quack hier und ein Quack, Quack da. Hier ein Quack, da ein Quack, überall ein Quack, Quack. Ein Mumu hier und ein Mumu da. Hier ein Mu, da ein Mu, überall ein Mumu. Ein Grunz, Grunz hier und ein Grunz, Grunz da. Hier Grunz, da ein Grunz, überall ein Grunz, Grunz. Old MacDonald hat ne Farm. Yeah, yeah, yo. Old MacDonald hat ne Farm. Und wir müssen jetzt los.